Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored, wo wir uns in einer Art Keller befinden, wo wir gerade eine Frau vor massig Ratten gerettet haben. Und sie hat uns von einem Mann erzählt, der ein Knochenartefakt geschwenkt hat. Und ich denke, das war der gute Tyrion. Und wir lesen mal sein Tagebuch. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt, also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag. Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den anliegenden Straßen, aber betritt nie dieses Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem, aber ich konnte nachts etwas stehlen. 2. Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn von der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. 4. Tag, Monat der Dunkelheit. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht zurecht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Okay, das war also nicht derjenige mit dem Knochenartefakt an sich. Dann frage ich mich jetzt doch, das Knochenartefakt oder die Knochenartefakte an sich haben ja irgendwas mit dem Outsider zu tun. Also hat der Outsider etwas mit den Ratten zu tun? Oder mit dem Auftauchen der Seuche und der Ratten? Oder verstehe ich da jetzt irgendwas falsch? Es ist ein ganz schön langer Weg zu diesem Anton Sokolov, möchte ich mal sagen. Ja, weitergehen. Das ist Sokolov. Ist das Sokolov? Oh je. Sokolovs Haus in 86 Meter oder wahrscheinlich nur wieder ein anderes Bezirk. Pratchett, irgendwas? Okay, ganz kurz. Herzchen, da ist eine Rune. Da ist ein Knochenartefakt. 23 Meter, das ist ja eigentlich um die Ecke. Über uns. Und hier sind lauter Tote. Ganz schön viele Tote. Aber ein paar Münzchen. Ich habe, glaube ich, eine verfaulte Birne gegessen. Lass es dir munden, Koro. Yummy, yummy. Gammelobst. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube nicht, dass er so schlank ist und sich da durchporten kann. 10 Meter. Okay, dieses Gebäude hat uns also nicht wirklich was gebracht. Außer ich habe da drin irgendeinen tollen Weg übersehen. Vielleicht ein Loch in der Decke? Nein, hab ich nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Wäre auch zu schön gewesen. Irgendwie hält diese Sicht überhaupt nicht mehr lange. Oh, nehmen wir doch... Da oben ist auch eine Leiche auf dem Dach. Nehmen wir doch den Weg. Boah, die Sonne ist mit der Sicht echt blendend. Da vorne ist wieder eine Lichtwand. Direkt über uns. Okay, hier sind wir vorhin nicht vorbeigekommen, das ist gut. Dann sind wir, glaube ich, jetzt auf dem richtigen Weg. Hier ist wieder versperrt. Verdammt, aber da hinten ist eine Holzwand, die man wahrscheinlich irgendwie kaputt machen könnte. Oder wir müssen komplett oben rum irgendwie. Wenn das geht. 64 Meter. Wo ist denn jetzt das? Da. 10 Meter. Aber hier geht es ja nur gefährlich nach unten. Oder kommen wir da irgendwie... Ich speichere mal. Geht's da rein? Wahrscheinlich. Oder hier. Hier sind wir richtig.
Okay, damit haben wir hier alle Knochenartefakte gefunden. Zähe Haut, deine maximale Gesundheit wurde leicht erhöht. Aber an sich brauchen wir das auch nicht. Denn wir sollten ja nicht getroffen werden. Was stand da? Stand da nicht gerade irgendwas? Die Empress. Ist das nicht unsere Frau, Jessamine? Gar nicht laut. Die ganzen Münzchen hier nehmen wir natürlich auch mit. So, wir haben aber noch diese eine Rune. Wir noch irgendwie gucken sollten, wie wir an die kommen. Aber wahrscheinlich hier über das Dach, könnte ich mir vorstellen. Zumindest würde ich es jetzt darüber versuchen. Uah. Genau, und dann hier hoch. Da liegt ein Zettel. Na, komm schon. Der kleine Sprung. Hinweis zum Geheimversteck. Higgins, ich habe neulich einen Hinweis zu einem Geheimversteck am nördlichen Ende der Coldwind-Brücke bekommen. Noch so ein verrückter Vogel, der seinen ganzen Reichtum in einem geheimen Zimmer versteckt hat. Mir wurde gesagt, dass man den Wasserhahn eines alten Waschbeckens dreimal drehen muss, damit sich eine Art Geheimtür öffnet. Ich weiß nicht, wie viel das Zeug in dem Zimmer wert ist. Ich habe nur gehört, dass ein Lautsprecher direkt vor der Tür über der Straße hängt. Tut mir leid, mein Freund. Vergiss nicht meinen Anteil, wenn du fündig wirst. Ein Lautsprecher direkt vor der Tür über der Straße. Ist das jetzt hier gemeint oder ist das ein bisschen davor gemeint? Ein Lautsprecher direkt über der Straße. Aber wir sind ja jetzt rein theoretisch nicht mehr in der Coldwind-Brücke, oder? Wow, das hier ist ein verdammt großes Gebiet irgendwie. Die Rune ist 47 Meter. Ich speichere nochmal. Da vorne hängt irgendein Gemälde. Hier ist alles kaputt gegangen. Und da unten ist... Oh, so ein Blitzdings. Okay, da drüben, wo der Typ marschiert. Dann sollten wir irgendwie versuchen, da hinzukommen. Ohne, dass er uns sieht, natürlich. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollen. Das ist ganz schön hoch. Kommt man denn irgendwie in das Gebäude rein? Oder schaffen wir es hier rüber? Andererseits möchte er jetzt gerade nicht springen. Kommen wir hier mit Doppelsprung weiter? Auch nicht. Worum ging es da? Ich weiß nicht, wie wir da... Ach, da vorne ist eine Kette. Okay, da sind Rattis. Oh, verdammt, ich dachte, das wäre so ein Beutel. Jetzt habe ich irgendeinen widerlichen Fisch in mich reingestopft. Das sind nur im Endeffekt ein paar Münzen. Nehmen wir trotzdem mal. Mana-Elixier brauchen wir nicht. Da können wir irgendwie den Ratten den Weg öffnen, wenn wir daran kurbeln würden. Glaube ich. Ob das eine gute Idee ist. Erwische ich denn die Ratten überhaupt? Also ein paar davon, offensichtlich. Es ist fies, aber ganz ehrlich, diese Ratten gehen mir dann doch ein bisschen auf den Keks. Lauft. Okay, wir werden aber trotzdem versuchen, den Weg nach oben zu gehen. An diese Kette ran, irgendwie. Und zwar am besten, ohne gesehen zu werden. Ist alles brüchig. Jetzt kurz gucken, ob hier jemand ist. Nein.
Aber das Problem ist, der da drüben könnte uns wahrscheinlich sehen. Ich möchte bitte wieder hoch. Ich hoffe nur, er kann nicht so weit gucken. Kann er uns sehen? Ist nicht so gut. Ja, er kann uns sehen. Verdammt. Okay, wie kommen wir an dem vorbei? Das ist jetzt die Frage. Oh, Sokolovs Haus. So nah wollte ich noch nicht ran, ehrlich gesagt. Wo ist denn jetzt die tolle Kette? Auf der Seite, oder? Ich habe die Orientierung verloren. Verdammt. Und ja, sowas passiert mir total leicht. Okay, hier sind wir wieder. Gehen wir noch ein Stückchen weiter nach oben. Dann sind wir wieder da, wo er uns sehen kann. So, und hier speichere ich. Ich dachte, ich hätte hier gespeichert. So, das Problem ist... So weit wollte ich nicht springen. Dieser Doppelsprung ist verdammt gefährlich. Also rein theoretisch wäre das wahrscheinlich unsere Chance. Aber er dreht sich ja jetzt dann um. Halt dich fest, halt dich fest. Au! Ich habe zweimal F gedrückt, weil ich dachte, er hält sich nicht fest. Au! Das tat mit Sicherheit weh. Okay, also. So, jetzt gehen wir ein Stückchen runter. In der Hoffnung, dass hier keiner nach oben guckt. Und wir warten einfach mal kurz ab, dass er da oben seinen Spaziergang beendet. Was er ja eigentlich allmählich mal tun sollte. In der Zeit können wir nochmal kurz das Herzchen nehmen. Sollte hier nicht die Rune sein? Ach, wir können hier kein Herzchen nehmen. Was ist denn jetzt mit seinem Spaziergang? Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann dreht er sich wahrscheinlich um. Richtig? Oder auch nicht? Warum hat er sich denn vorhin wieder rumgedreht? Um uns zu ärgern? Schweinerei. Wo lege ich den denn jetzt hin? Wo er nicht auffällt. Hier? An die Ecke? Falsche Taste. Rune, 19 Meter. Sie ist da drin. Also irgendwie. Also wird es da vorne eine Tür geben. Ganz kurz gucken. Da drin steht auch jemand. Wer steht denn da? Meine Hoffnung ruht auf Formel 20, Sokolov. Die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nach zu urteilen. Die Rune liegt vor ihm auf dem Tisch. Ah, sind Sie wach? Wie fühlen Sie sich? Wir haben Sokolov gefunden, aber... Viel schlechter. Habe ich die Sorge? Bitte, Sir. Ich will nicht sterben. Na, na, na. Niemand wird sterben. Es geht Ihnen viel... Es geht ihr überhaupt nicht gut, offensichtlich. Und deswegen nehmen wir dich jetzt. Ziel neutralisiert. Na, das wollten wir ja eigentlich nicht. Ich lege ihn nochmal ganz kurz ab. Leere Elixierflasche. Können wir die irgendwo reinstecken? Offensichtlich. Lieutenant Niles Bericht. Wie gewünscht bekommen Sie hiermit eine Probe des Elixiers, das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird und von dem wir annehmen, dass es in einer der verlassenen Destillerien gebraut wird. Zweifellos nicht so wirksam wie Ihre Formel oder gar Pieros Arznei, aber die Leute sind verzweifelt. Wir konnten die weiteren Zutaten nicht identifizieren. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Was noch von Interesse sein könnte...
Einige Männer der Wachen haben auf wiederholte Nachfrage zugegeben, dieses Zeug gekauft und getrunken zu haben, weil es günstiger als die beiden bekannten Marken ist. Keiner von ihnen klagte über Übelkeit oder Nebenwirkungen. Es mag zwar nicht von der Seuche schützen, aber immerhin scheint es nicht schädlich zu sein. Lieutenant Christopher Niles, zweites Feldapotheken-Einsatzkommando, Stadtwache Dunwall. Ja, okay, sowas braucht man mittlerweile, offensichtlich. Können wir da irgendwas drehen? Wir haben Sokolovs Gesundheitselixier gebraut. Sokolov hier. Exzellente Fortschritte. Testsubjekt 312 verfällt rapide. Wie vorhergesagt, sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befallen. Der Ausschlag brachte Pusteln hervor, graue um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein, den charakteristischen Hautverschorfungen nachzuurteilen. Was ein netter Mann. Wahnsinn. Können wir dir irgendwie helfen? Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Okay. Ist sie denn jetzt an der Seuche erkrankt, oder? Oh. Die Arme. Wahnsinn, und wie die hier gehaust hat. Also wie er sie hier gehalten hat. Wie ein Tier. Unfassbar. Was wollen die mit dem Typen? Ja gut, okay, sie wollen eine Information von dem, aber... Wahnsinn. Okay, Samuel ist eine ganze Ecke weiter. Und wir müssen jetzt mit dem schweren Kerl hier auf der Schulter. Da unten liegt noch irgendwas. Verdammt, da unten liegt noch was. Sokolov, ich muss den nochmal zwischenlagern. Ich komme gleich wieder. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was das da ist. Ist hier die Tür? Ja, hier ist eine Tür. Okay, gut. Dann können wir da ja wahrscheinlich... Ist das da eine Wohnung? Die Geheimnisse von Pandysien. Auszug aus einem Buch über den fernen Kontinent Pandysien. An der Akademie von Naturphilosophie wird über den persianischen Kontinent als ein Ort der Wunder gesprochen, wo das Leben seit Urzeiten wächst und gedeiht und ein buntes Ökosystem hervorgebracht hat, wie es so nirgendwo in der bewohnten Welt zu finden ist. Die Aufseher des Jedermannsordens sprechen hingegen von Schrecken und Ketzereien, von Kulten, von Untermenschen, die in brutale und perverse Rituale verwickelt sind. Die wenigen, die selbst zum fernen Kontinent gereist und zu den Inseln zurückgekehrt sind, die, die tatsächlich dort den Erdboden berührt haben, brachten Notizen mit, die von weiten Wüsten, dichten Urwäldern und bizarren Kreaturen erzählen, die der Verstand kaum erfassen kann. In jeder Generation gibt es große Bestrebungen, dort eine Kolonie zu errichten, in der Hoffnung, eines Tages eine Hafenstadt zu erbauen, die selbst dann wohl Konkurrenz machen kann. Aber bislang waren all diese Bestrebungen von Wahnsinn und Misserfolg gekrönt. Solche Bücher liest Sokolov. Oh, Goldbarren. Finden wir, glaube ich, immer gut. Und eine Karte. So, die Wachen stehen ja hier vor seiner Wohnung. Das sollte uns ja eigentlich... Oder in seiner, vor seiner Bibliothek. Ist das eine Bibliothek? Auf jeden Fall hat er hier die pandysianische Bullenratte. Auszug aus Labornotizen von Anton Sokolov. Die Größe des Nagetiers ist nicht das interessanteste Detail, obwohl es in der Regel von Kollegen zuerst bemerkt wird, die mich besuchen und meinen Schatz aus Pandysien zu begutachten.
Weitere Untersuchungen offenbaren, dass diese Spezies gerissener als ihre Artverwandten aus dem wohltemperierten Gristle ist. Zweimal wurde ich nachts wach, um zu sehen, dass die Ratte ihrem Käfig entkommen war und in meiner Wohnung frei herumlief. Ich brauchte einen besser gesicherten Käfig. Eine unterhaltsame Ablenkung, aber eine Verschwendung meiner kostbaren Zeit. Auch die Futterversuche erbrachten überraschende Resultate. Die pandesianische Bullenratte ist kein wählerischer Esser, das kann ich mit Gewissheit sagen. Ich habe gesehen, wie mein Gast sich an anderen, kleineren Ratten, Katzen und selbst in dem Brennhafen gefundenen Körper einer Frau, die an der Seuche starb, gütlich tat. Weitere Studien sind angezeigt. Wahnsinn! Die Verarbeitung von Walöl. Leerer Tank, da können wir dann wahrscheinlich den vollen Tank reintun. Beziehungsweise, wir können hier einen Tank befüllen. Gut. Bolzen. Betäubungsbolzen. Yippie. So, ich muss hier nur aufpassen. Dass die uns nicht sehen. Aber an sich ist ja hier auch jetzt nichts mehr Interessantes. Wir haben jetzt hier eigentlich soweit alles aufgegrabbelt. Ich denke, wir haben uns einen total easygoing Weg geschnappt, indem wir direkt oben rumgegangen sind. Da haben wir uns zumindest ziemlich viel Ärger erspart, so wie es aussieht. Hier ist ganz schön was los. Ja, und ich sehe, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Dishonored wieder mit dabei werdet, wo wir Anton Sokolov entführen. Bis dahin. Ciao.